Hallo und herzlich willkommen zurück auf dem Kanal. Ich hoffe, ihr habt einen tollen Tag. Das letzte Mal ist viel zu lange her, ich weiß. Das liegt auch an so ein paar verschiedenen Dingen. Zum einen natürlich, wie ihr wisst, ist ja momentan immer noch diese ganze, naja, unschöne Situation, sage ich mal. Und entsprechend ist es auch schwierig, ja, am Auto rumzuschrauben. Also nicht schwierig im Sinne von zur Garage zu fahren, sondern im Sinne von Teile zu holen und dann ja, am Auto weiterzukommen. Deswegen wird sich das noch so ein bisschen verzögern, bis wir mal wieder was am EJ9 machen oder an der Limo. Auch für mich war das jetzt eine, ja, finanziell unschöne Zeit und entsprechend, naja, ohne Geld kein Content und deswegen gab es auch kein Content. Was natürlich für mich auch negativ ist, natürlich, da ich somit auch aus dem Algorithmus von YouTube rausfalle und meine Videos weniger häufig gelistet werden in der Suchanzeige. Moment, müssen wir damit leben und es gibt natürlich auch ein paar Neuigkeiten. Also die Einkaufsliste für den EJ9 wird immer länger. Ich denke mal, dass ich da ab Ende August wahrscheinlich dann wieder einkaufen kann oder anfange einzukaufen, weil ich da wirklich Bock drauf habe. Und wie gesagt, es sind noch so ein paar Sachen dazugekommen, die ich auf jeden Fall gerne machen möchte. Was natürlich dann auch heißt, dass bis nächstes Jahr auf jeden Fall das Auto gut, also eine gute Baustelle sein wird. Was auch nicht schlimm ist, weil ich glaube, hätte ich den jetzt auf die Schnelle fertig gemacht, den Wagen, wäre ich sehr unzufrieden gewesen, weil mir jetzt nach und nach immer mehr Dinge einfallen, die ich gern hätte und an die ich noch ran möchte. Aber es gibt natürlich auch Erfreuliches. Es gibt neues Werkzeug oder beziehungsweise ein Teil, was jetzt neu ist aktuell, und zwar ein Werkstattwagenheber. Der wurde mir von meiner lieben Frau gesponsert. Danke dafür. Und das heißt, der alte Wagenheber, der sowieso nicht mehr funktioniert hat, ist damit offiziell raus und ich brauche nicht mehr kurbeln, sondern es gibt einen Werkstattwagenheber, oder der, beziehungsweise der ist schon in der Halle. Ich zeige Ihnen das nächste Mal, wenn ich da bin. Und der pumpt das Auto ganze 46 cm hoch. Das heißt, perfekt, um auch hinter mit dem Rollbrett unter die Limo zu kommen, um so Achsen und ja, ganze vorderen Achsträger zu entfernen. Denn wie ihr wisst, die Limo soll auf einen K-Motor umgebaut werden. Und wer ein bisschen in der Materie ist, der weiß, dass ein Achsträger vom EG oder vom DC2 die deutlich bessere Alternative ist. Warum, weshalb, erkläre ich dann, wenn es soweit ist. Das ist auf jeden Fall, damit ihr schon mal wisst, es geht langsam auch wieder ein bisschen was Neues. Ja, Werkzeug wird noch eine Hydraulikpresse demnächst kommen, denke ich zumindest. Also es ist zumindest so ein fester Plan, bevor es am Auto wirklich weitergeht. Das liegt ganz einfach daran, dass mir noch eingefallen ist, dass ich noch ein paar Buchsen vorne an der Vorderachse machen möchte. Und da ist es deutlich einfacher als die ganze Zeit mit dieser, ja, mit dieser Handpresse, die ich ja hatte oder habe. Allerdings gibt es auch noch andere schöne Neuigkeiten, und zwar der Lincoln läuft. Also ihr erinnert euch vielleicht an das Video von vor 2 Monaten, glaube ich, als Basti den vorgestellt hat. Das Auto läuft mittlerweile seit ein paar Wochen und ich bin auch schon mal mitgefahren. Und ich muss sagen, das ist sehr, sehr lustig. Also man hat ein dauerhaftes Grinsen im Gesicht. Wir haben bis jetzt noch kein Video davon gemacht. Es liegt ganz einfach daran, dass wir noch nicht wussten, ob da jetzt noch mehr gemacht werden muss oder nur das, was halt vorher schon, ja, besprochen war, sage ich mal. Aber das Auto läuft und wenn ich das nächste Mal oben bei Basti bin, dann zeige ich euch das auf jeden Fall, zumindest wenn sich die Möglichkeit ergibt, damit ihr auch da im Bilde seid. Also wie gesagt, es läuft, das Auto, es macht unheimlich viel Spaß, alleine das Mitfahren. Und es fixt so ein bisschen an, sich auch ein Ami zu holen. Nicht, weil ich das sowieso schon machen wollte, aber naja. Grund dieses Videos ist dennoch ein anderer. Und zwar wollte ich mal wieder eine Storytime machen. Ich habe das lange nicht mehr gemacht. Und zwar eine Storytime hierüber. Ja, also wer weiß, was das ist, der weiß auch, was ich jetzt erzählen werde. Und zwar ist das die Mappe mit den ganzen Papieren von EJ9. Warum und weshalb Storytime, das erzähle ich euch jetzt. Und zwar, wie ihr wisst, habe ich ja vor mittlerweile 8 Jahren meinen Führerschein gemacht und mir 2014, Anfang Januar 2014, genau, habe ich mir meinen EJ9 gekauft. Und entsprechend so lang ist er auch schon bei mir und er wird auch noch viel, viel länger bei mir bleiben.
Übrigens, das ist das erste Jahr, wo ich den nicht fahre. Jedenfalls möchte ich euch die Story erzählen, wie ich das Auto überhaupt gekauft habe. Denn ihr wisst ja auf jeden Fall, wie ich zu dem Thema Autos und auch zu dem Thema japanische Autos gekommen bin. Allerdings nicht, wie ich zu meinem EJ9 gekommen bin. Und zwar war eigentlich die ursprüngliche Idee, mir ein Mini oder ein E46 Kompakt zu kaufen oder ein Civic EG. Irgendwann hat sich dann doch so dieses EJEK-Bild herauskristallisiert. Und da bin ich dann auch hängen geblieben. Und hätte ich vorher gewusst, dass ein EK3 oder ein EK4 einen deutlich besseren Werterhalt hat, hätte ich mir wahrscheinlich davon eingekauft. Und wahrscheinlich hätte ich mir im Rückblick keinen Facelift mehr gekauft, sondern einen Facelift-Umbau gemacht. Ganz einfach deshalb, weil ein Motorswap dann deutlich leichter wäre und man nicht runterschlüsseln müsste. Das sind allerdings so Sachen, ja, am Ende ist man immer schlauer. Jedenfalls war dann so Ende 2013 klar, alles klar, es wird ein EJEK, beziehungsweise in dem Fall dann wirklich schon ein EJ9, weil ich wusste es halt nicht besser. Ganz einfach. Ich wusste es halt nicht besser. Rückblickend hätte ich mir wahrscheinlich doch was anderes geholt von der Motorisierung her. Und jedenfalls wollte ich immer einen gelben haben. Ich wollte einen Y56 Sunlight Yellow EJ9 haben. Und ich habe geguckt und gesucht und gemacht und getan. Ich habe so lange gesucht. Ich habe Wochen gesucht. Und alles, was ich gefunden habe in meiner Preisklasse, ich hatte 2.000 € angespart. Alles, was ich gefunden habe, war vollkommen verrostet. Und alles, was nicht verrostet war und gelb war, war jenseits der 3, 3,5, 4, 5.000 €. Also die waren teilweise sehr, sehr teuer. Und die, die nicht teuer waren, waren halt Grütze. Das Auto, was ich jetzt habe, also den B90P EJ9, habe ich zwischendurch immer mal wieder gesehen. Ich habe gesehen, der hat am Anfang 2.500 gekostet, dann 2,2, 2 und dann irgendwann 1.550. Und meine Frau, also Kim, hat dann irgendwann gesagt: Hör mal, dieses Auto, das geistert schon so lange rum. Guck ihn dir doch mal an, der steht in Dortmund. Und zwar stand der bei diesem Händler hier. Ich mache mal ein Bild von Google Maps rein. Also bei diesem Händler. Und wenn man das so sieht, diesen Schotterplatz, dieses komische, ranzige Gebäude dahinter. Also ich persönlich hätte da sonst nichts gekauft. Also wenn es jetzt nicht der EJ9 gewesen wäre, ich hätte da nichts gekauft. Das Problem war nämlich, es war A, war es kein schönes Wetter. Es war, glaube ich, auch relativ nass. Also es war regnerisch. Das Problem ist, wenn es regnet. Der Lack sieht immer gut aus, die Beulen fallen nicht auf, beziehungsweise die Dellen fallen nicht so extrem auf. Und naja, ne? Ich war natürlich noch relativ jung und ich habe noch nie ein eigenes Auto gekauft. Klar, als mein Vater immer Autos gekauft hat, ich war zwar dabei, aber ich habe noch nie ein eigenes Auto gekauft. Und ich hatte auch niemanden dabei, bis auf Kim, aber die hatte keine Ahnung. Also wusste ich gar nicht, was ich machen soll. Also ich wusste, ich muss darauf achten, hat er Rost oder hat er mal einen mitbekommen. Und habe dann natürlich auch eigentlich erstmal vorne die Kotflügel geguckt, also Motorhaube auf, Kotflügel geguckt, ob die Schrauben original sind, hinten im Kofferraum geguckt, ob da irgendwas nachgeschweißt wurde und geschaut, ob er Rost hat. All diese drei Sachen waren Gott sei Dank perfekt. Allerdings, naja, viel mehr konnte ich auch nicht gucken, weil das Problem war, dass das Auto einfach zugeparkt war von anderen Autos, die relativ nah dran standen. Und mir viele Sachen daher auch gar nicht aufgefallen sind. Zum Beispiel diese Delle hinten, die angefangen hat, also die schon Oberflächenrost hat. Dieser riesige Kratzer auf der Beifahrerseite, der sehr schlecht nachlackiert wurde, also mit so einem Pinsel wahrscheinlich. Die drangeschraubte Nummernschildhalterung, also diese große Blende. Und auch diese drangeschraubte Spiegelkappe, all das ist mir nicht aufgefallen. Warum? Weil ich natürlich von meinen Emotionen so übermannt war, so, ach ja, das ist ein EJ9 und oh, der Zustand ist nicht schlecht und Ja, und so sah der Wagen aus, als ich ihn gekauft habe, also mit diesen unglaublich hässlichen Felgen. Er hatte Preface-Rückleuchten. Das hat mich damals stutzig gemacht, ja. Und ich dachte mir so, na, ich weiß nicht, vielleicht hat er doch einen Unfall gehabt. Oder irgendwann sind die Rückleuchten kaputt gegangen, also irgendwas ist da reingeflogen oder gegengedonnert, keine Ahnung. Hinterher habe ich mir sagen lassen, dass es tatsächlich einige Facelift-Modelle gab mit Preface-Rückleuchten. Warum, weiß ich nicht. Habe ich auf jeden Fall öfters gesehen. Hätte ich vorher gewusst, was die hinterher kosten, das auch nochmal anders überlegt. Jedenfalls ich dann also in das
Gebäude da, also in so einem kleinen, ja, Container, den sie noch hatten, gefragt, ob ich das Ding dann mal Probe fahren kann. Ja, gesagt, getan. Ich also in das Auto rein. 154.000 hat er damals gelaufen gehabt und den Wagen angelassen und der klackerte. Ein Klackern, was ich. Warum, weiß ich tatsächlich bis heute nicht. Also ich habe das echt gekonnt ignoriert, weil er eigentlich sehr sauber lief. Und ich dachte mir so, okay, vielleicht ist das halt so, ne? War auch tatsächlich nur, als er kalt war. Und entsprechend, okay, gefahren und ein paar Meter gefahren und sofort verliebt und entsprechend gesagt, okay, ich kaufe das Auto. Einfach so. Also ich habe tatsächlich den Fehler gemacht. Ich habe nicht unten drunter geguckt. Ich habe mir nicht die Bremsen angeguckt. Jedenfalls dachte ich mir so, okay, neuer TÜV muss ja schon in Ordnung sein, das Auto. Also es ist gefahren, es fuhr auch sehr gut und ich würde es auch jederzeit wieder kaufen. Bloß ich hätte einige Sachen wahrscheinlich anders angeschaut oder besser hingeschaut und vielleicht mich auch nicht so, ja, ja, mir das Ganze mehr in Ruhe angeguckt und vielleicht noch andere angeschaut. Denn hinterher war das dann so, okay, wir kaufen das Auto, aber was ist mit Winterreifen? Ja, die hätte ich im Nachgang nicht kaufen sollen, also das muss ich ganz ehrlich sagen. Denn das waren die allerersten, die auf dem Auto drauf waren. 14 Jahre alt, volles Profil, schön und gut. Aber die waren so porös, ihr glaubt es nicht. Und dafür habe ich 50 Euro extra bezahlt. Also ich habe für das ganze Auto 1,6 bezahlt damals. Und ja, war natürlich so aufgeregt, das Auto am nächsten Tag unbedingt angemeldet. Und dann ja, weggebracht von dort. Und dann hinterher sind mir Dinge aufgefallen. Eieieiei. Ja, weil dann habe ich das Auto erstmal in einem anständigen Licht gesehen. In Ruhe angeguckt. Also mir aufgefallen, die Sommerreifen, die drauf waren einseitig abgefahren. Die gehörten gar nicht auf das Auto. Also die hatten zwar den gleichen Lochkreis, aber die gehörten da auf jeden Fall nicht drauf. Die waren auch nicht eingetragen. Die Reifen waren total fritte, wie gesagt, einseitig abgefahren. Zerkratzt waren die Dinger. Dann hatte der hinten in der Verkleidung, und das hat er leider bis immer noch, überall Löcher. Der hat, glaube ich, hinten auf der Rückbank ein, zwei Brandlöcher. Aber ich dachte mir so, okay, komm, wenig gelaufen, bla bla bla. Lack, boah, Hagelschaden, oh Gott. Aber das sind so Sachen, ja, wenn ich mir das Auto heute angucke, natürlich ist der emotionale Wert deutlich höher als der eigentliche Wert, aber ich habe dieses Auto damals gekauft und ich bereue es nicht, aber ich hätte doch einiges anders machen sollen. Deswegen mein Tipp an euch, wenn ihr euer allererstes Auto kauft, nehmt euch jemanden mit, der Ahnung hat und vor allem lasst euch Zeit beim Anschauen, weil, naja, also so manche Sachen im Nachgang. Hätte ich dem Händler tatsächlich gesagt, entweder er gibt mir noch mehr Geld runter oder ich nehme das Auto nicht. Weil ich wusste, also wir wussten, dass das Auto da schon 2 Monate stand oder länger. Von daher, er hätte es mir, also er hätte es gerne verkauft oder er hat es ja in dem Sinne verkauft, aber er hätte es wahrscheinlich auch für 1200 abgegeben, wenn ich da ein bisschen Daumenschrauben angelegt hätte, weil das ist nun mal auch verschenkter Platz und es kostet ihn Geld und naja, mich jetzt wahrscheinlich ein bisschen Geld gespart. Aber das sind so Sachen, die kamen dann hinterher auch nicht mehr vor. Also als wir hinterher den Punto gekauft haben oder den Jazz gekauft haben, dann hat man mehr Erfahrung, man schaut anders hin. Aber ja, das ist die Story, wie ich zu meinem EJ9 gekommen bin. Und witzige Geschichte, ich habe den ja damals auf mich als allererstes angemeldet, die Versicherung über meinen Vater laufen lassen. Das hat sich dann nach ein paar Tagen geklärt. Dann wurde das Auto auf meinen Vater angemeldet und versichert. Das heißt, alles, was im Schein steht, ist quasi so hin und her. Schieberei vom Auto innerhalb der Familie, also es ist sehr interessant. Und alles, was quasi in dieser Mappe ist, sind alle Rechnungen und Teile und dies und das alles, was ich nach und nach an dem Auto habe machen lassen. Und vieles war natürlich dann auch erstmal Service, weil ich wusste nicht, wurde der Zahnring gemacht, wann wurde er gemacht. Habe ich gar nicht drauf geachtet, hat mich zu dem Zeitpunkt gar nicht interessiert. Ich weiß nicht warum. So im Nachgang denke ich mir, es hätte mich eigentlich jucken müssen, weil 157.000 wäre das der erste Zahnriemen gewesen, oder ich gehe davon aus, es war der erste Zahnriemen, er hätte mir auch 10 Kilometer später reißen können. Ja, und das sind so Sachen, da habe ich gar nicht. Kupplung war total fritte. Es hat mich nicht interessiert. Klar, man hätte sie vielleicht noch 10.000 fahren können, aber auch das ist wieder viel Geld. Also klar.
Ich habe das Glück gehabt, ich habe Kollegen gehabt, die es gemacht haben für mich, weil ich hatte damals noch keine Ahnung. Aber das war da super viel Geld. Also ich habe damals für Service, also Zahnriemen, Kupplung, ja, ich habe das Getriebe tauschen lassen gegen das S20. Da habe ich schon über 500 € für bezahlt, oder fast 500 € für bezahlt. Also das ist schon natürlich auch echt viel Geld. Und da denke ich mir so, das hätte eigentlich damals vom Kaufpreis noch runtergemusst. Und zwar definitiv runtergemusst. Das ist auf jeden Fall die Story vom EOD 9. Und ja, 6 Jahre später ist immer noch da. Tada! Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ja, beim nächsten Mal gibt es wieder ein bisschen was vom Jazz. Und zwar soll da das Radio demnächst mal ausgebaut werden, weil es nicht funktioniert. Beziehungsweise, also CD-Spieler funktioniert, Radio nicht. Warum, weshalb, das sehen wir dann beim nächsten Mal. Ja, ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Bis dahin, ciao.